Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozen Flame mit der Hildegard. Hallöchen. Ja, willkommen zurück. Wir freuen uns. Neue Aufnahmesession. Und die Hilde ist schon wieder am Davonfliegen. Ich zeige euch kurz, was wir zwischen den Spielfolgen so gemacht haben. Outtake. Wie gesagt, wir haben das Haus ein bisschen erweitert, wie man sieht, hier um diesen Anbau. Dieser Anbau ist jetzt unsere Werkstatt. Hier haben wir die meisten Werkbänke platziert. Und hier wollen wir eigentlich so ein bisschen die Küche einrichten mit Kochtopf und Co. Aber für den Kochtopf haben wir gerade festgestellt, fehlt uns noch der Wasserschlauch gefüllt. Das ist ein bisschen das Hindernis. Und heute steht auf dem Plan, lasst uns mal ganz kurz auf die Karte schauen, heute steht auf dem Plan Münzen für die Flöte. Das heißt, wir haben ja 3 Fragezeichen. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Aber zuvor habe ich die Hilde gefragt, ob sie nicht auch Bock auf eine Knochenrüstung hat. Und ich glaube, sie hat es bejaht. Ja, habe ich gesagt. Ja, ich will. Ja, sie will. Dann mache ich uns mal für jeden einmal den Brustschutz, wenn du schon mal da bist. Bitte sehr. Danke. Oh. Sieht cool aus. Hä? Jetzt. Doch, hat irgendwie Charme, oder? Partnerlook, ja. Ich will mal kurz gucken, was kann denn die Rüstung? Die hat Verteidigung 8 und Kälteresistenz 4. Oh, Kälteresistenz finde ich natürlich super genial. Vorher hatten wir 3 Verteidigung und 2 Kälteresistenz. Das ist gut. Dann lege ich meine alte Rüstung ab. Rüstung. Du meinst Rüstung. Das Stück Stoff. Das Stück Stoff. Stickstoff. Stickstoff. So, Schweinehaut raus. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wieder Schweinehaut für die anderen Rüstungsteile. Ich glaube, jeder von uns hat einen Wasserschlauch und dann würde ich sagen, wir machen uns auch auf den Weg. Ne? Hast du Heiltränke und was zu essen? Ich habe Heiltränke und was zu essen. Du auch? Ich habe 2 Heiltränke und 10-mal... Was habe ich da eigentlich? Fleisch und Fruchtspieß. Fein, fein. So, und ich muss auch mal gleich auf die Karte schauen. Dein Garten sieht echt toll aus. Ach stimmt, Garten haben wir ja auch noch. Ganz vergessen. Hast du einen grünen Daumen? Oder blauen. Blau? Sag mal, du hast voll den blauen Daumen. Ich hatte ein bisschen Zeit, habe zwischendrin halt ein bisschen gebaut. Ich fand es ganz witzig, auch diesen Zaun hier. Den habe ich jetzt nochmal Outtake gekauft. Kostet übrigens doch kein Gold, die Rezepte, sondern die kosten alle Runensteine. Die habe ich jetzt mal verbraten, ne? Die habe ich mal ausgegeben, Hilde. Für uns, das ist aber lieb von dir. Ich mache heute ein bisschen den Navigator. Das liegt aber ein bisschen daran, dass die Hilde scheinbar die Fragezeichen nicht sieht. Seltsamerweise, ja. Nicht scheinbar, es ist so. Ich aber würde mit also dir, ja? Ja, markier's doch einfach und ich würde mit dir gerne hierhin, also auf diese Insel, wo der Runenstein war und ich hoffe, dass wir auf die nächstgelegene Insel mit dem gelben Strich, der von oben zeigt, dass wir da hochkommen. Der gelbe Strich, der von oben zeigt? Ja, der da, weißt du? Dieser Laserstrahl. Ja, dieser Taschenlampe-Strahl. Okay. Okay. Und entweder man fliegt einfach drauf los. Du hast doch gesagt, du willst dahin. Ja, du hast völlig recht. Oh, hast gleich Freunde. Ja, ich besorge uns Schweinehaut. Sehr nice. Na toll. Fiel mir aber auch wirklich früh ein, muss ich sagen. Was du mal gucken kannst, was ich festgestellt habe, den Bogen, den ich aus der Truhe habe, der ist besser als den Bogen, den ich vorher hatte, obwohl beides Knochenbogen heißt. Warum? Weil der Bogen nämlich hier noch einen Feuerschaden macht. Das solltest du bei den Schwertern mal gucken. Ob das Geschenk dir auch noch irgendeinen Bonus hat. Du bist so gut. Ja, es macht ein Kälteschaden. 1 Kälteschaden. Benutzt jetzt auch den anderen Bogen, also der mit Feuer-Damage. Ich meine, das rockt jetzt nicht. Das ist immer ein Schadenspunkt.
Ist immer ein Schadenspunkt, weißt du? Trotzdem. Warum zeigt denn hier noch dieser Strahl hin? Oder wo zeigt der hin? Welcher? Ach so. Ach so, wir müssen eine Insel weiter, ne? Ja. In welche Richtung eine Insel weiter? Hier, genau da, wo du stehst. Da müssen wir hoch. Nach oben? Mhm. Okay. Hier waren wir doch auch schon, oder? Bin ich gerade schief gewickelt. Ja. Aber warte mal, lass mich mal kurz gucken. Wo sind wir gerade? Ach so, wir sind die falsche Insel rüber. Nicht so schlimm, vielleicht kommen wir auch von hier weiter rüber. Ich habe jetzt gerade Knabberer-Talk. Merkwürdig ist, dass du die Fragezeichen nicht auf der Karte siehst. Ja, aber wenn wir jetzt schon hier auf der falschen Insel sind, wir hatten doch von der anderen Insel noch einen Rundstein gesehen. Lass uns den doch noch schnell holen, oder? Oder bist du jetzt schon woanders hin? Ich bin da, wo der Kreis ist, wo man die Bücher abgeben muss. Ja, komm, dann lass uns da doch noch kurz hinschwirren, oder? Wo war denn das? Weißt du das noch? Ja, folge mir. Und wir müssen hier auch noch diese Aufgabe machen mit diesen pinken... Mhm. Aber das machen wir Outtake, würde ich sagen. Ja, das machen wir Outtake, weil ich weiß auch immer noch nicht, wo verdammt der letzte ist. Ich lasse den Knabberer jetzt immer links liegen, damit wir hier flott sind. Vielleicht spreche ich auch noch mal kurz mit dem Flötenspieler, wenn wir schon hier sind. Das kannst du machen, ja. Weil vielleicht habe ich dann doch die... So. Die Fragezeichen. Aber nee. Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das buggy ist oder... Also bei mir zeigt er die an. Und in die Richtung, wo ich gucke... Warte mal, ich muss mal eben schauen. Ja, da drüben müssen wir rüber. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, wo. Macht nichts. Aber wir holen ja erstmal. Gucken wir gleich hin. Ich mache hier noch Schweinehaut. So, und zwar müssen wir hier irgendwie in dieses, du hast es Abflussrohr genannt. Mhm. Ich glaube, darüber. Ja. Ach, wunderbar. Gut, dass wir den nicht vergessen haben, meine ich. Ja. Ist so relativ untypisch für uns. Ja, stimmt. So Kleinigkeiten rutschen manchmal einfach. Ja gut, du hast aber auch eine Menge an Quests immer, weißt du? Das stimmt. So, jetzt geh nochmal. Hast du es neu markiert, wo wir hinwollen? Nee, aber ich weiß, wo es ist. Einfach mir nach. Muss ich mal kurz noch mal einen Blick auf die Map werfen, ob es nicht besser wäre, wenn wir nach da oben gehen. Ich glaube schon. Ja, was ist denn los hier? Fliegt doch mal ein bisschen. Da ist jetzt natürlich nur die Frage, ist es besser, über die zwei Kleinsteine zu gehen? Also über den einen, der hier noch rausragt? Und dann auf den nächsten und dann rüber? Oder schafft man es in einem Rutsch? Willst du zu dem Kapuzenmann hoch? Ich will nicht zu dem Kapuzenmann, sondern ich will zu der Dronte.
Ja, ich glaube, ich nehme die Zwischenstation. Oh, ich nehme sie doch nicht. Ich nehme hier noch den Wirbel mit. War ein bisschen höher. Ah, der lädt voll wieder auf. Das wer ist der? Das war mir bisher gar nicht aufgefallen. Dieser Luftwirbel nach oben. Ach ja. Cool. Das war bisher nicht so, oder? Bisher hat er einen nur ein bisschen nach oben katapultiert. Haben die das... Ich kann es dir aber ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich habe nicht geguckt, ob es Patch Notes gab. Ach stimmt, der lädt tatsächlich wieder auf. Das ist natürlich... Ah, das ist ja... Doppelter Boden. Nice. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall die Pilzen. Denn mit so vielen ist nicht so nice. Seidma macht den Super-Duper-Schlag. Ach, der ist einfach gut. Und hier ist nämlich auch so ein gelber Strahl. Vielleicht ist es eins dieser markierten Häuser, die diese Münzen haben. Da müssen wir mal reingucken. Mhm. Ah, ziemlich viele Spinnen eben hier. Da drin ist gerade ein Geist gespawnt. Mhm. Mehrere? Interessant, dass ein Geist einen Pfeil im Kopf stecken haben kann. Ja, aber echt. Hey, der kann aber einstecken. Hey. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, als die da bei den Roten dabei waren. Droppen die wenigstens was? Ja, den blauen Stein. Ah ja. Oh, da drin sind zwei. Feigling. Oh, pass auf, da sind noch ein paar mehr, ne? Ja. Ein paar mehr? Also ich dachte, ich hätte noch einen gesehen, außer... Ah ne, sieht nur so aus. Okay, alles gut. Voll durch die Wand gekippt. Voll die Action hier. Ach, echt, ey. Aber HP haben die Jungs. Das kann man echt mal so unterstreichen. Der Duft des Parfums einer Frau steigt dir in die Nase. Wow, hast du geduscht, Hilde? Aus Selenas Tagebuch. Jemand hat eines unserer Instrumente im Gasthaus gestohlen. Es ist schon lustig, ja. Man kann froh sein, wenn man ein paar Kupferstücke dafür bekommt. Mein Geliebter war wütend. Er drohte, den Dieb ausfindig zu machen und zu bestrafen. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Es hat funktioniert, wenn auch nicht sofort. Das Wetter wird immer schlechter. Ich fürchte die dunkle Invasion. Deinen Duschspruch habe ich übrigens mit Absicht ignoriert. Herr Nico. Eine verfluchte Münze. Ja, eine von drei, gell? Ja. Nee, 663 wollte er ursprünglich. Oh Gott. Ey, wenn du 663 Fragezeichen auf der Map hättest, der wird schon aber, glaube ich, richtig dumm gucken. Oh ja. Zum Glück hast du ihn runtergehandelt. Ja, war aber ein hartes Stück Arbeit. Oh, guck mal, ein fliegender Sack. Ich habe Duftsalz gefunden. Hey. Und Fleisch. Nein. Doch. So, das nächste Fragezeichen markiere ich mal. Ja, aber wir waren ja hier auf der Insel noch nicht überall. Da geht es ja noch hoch. Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass ich schon mal markiere, damit du schon mal einen Plan hast. Oh, da ist Eisen. Da ist Eisen.
Und da ist ein Loch im Stein. Ich finde die neue Rüstung aber irgendwie ganz hübsch. Ja, ich auch. Die erinnert mich zwar an die Eingeborenen aus The Forest. Oh, The Forest, ich freue mich schon. Ah, da unten ist so eine Ranke. So eine Verbrenn-mich-Ranke. Mhm. Und dahinter? Was ist dahinter? Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ah, hinter der Ranke ist eine Kiste. Mit 3 Himmelskristallen. Das komm mal zu mir. Ja, sofort. Ich baue gerade noch Eisen. Eisen ist ja auch begehrt. So, warte mal, wo bist du auf der Map? Da irgendwo. Wahrscheinlich südwestlich von dir. Ah ja. Ich habe übrigens auch rausgefunden, wenn du nicht frieren willst, musst du einfach nachts eine Fackel anmachen, ne? Echt? Hilft das? Ja. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass es nicht hilft. Was hat's denn bei dir gemacht? Was hat was bei mir gemacht? Ja, diesen Schaden, den du gerade hattest. Ich hab's nicht gesehen. Der Dot hat nicht lang genug angehalten. Ach, schade. Hätte mich mal interessiert, weil du hast so eine grüne Dunstwolke von dir gegeben. Dann wahrscheinlich Gift, oder? Könnte sein. Soll man, ja. Soll man in die Höhle reingehen? Hier ist irgendwo ein Schnapperauge. Mhm. Ein Knabberer. Na? Oh, das kann doch nicht so. Weißt du? Aber als erst an der Kiste. Dahinter ist noch Eisen. Willst du es nicht auch abbauen? Ja. Haha. Ach du, trag euch. Soll ich dir das restliche Eisen auch geben? Nee. So. Hey, wo ist er denn? Ich glaube oben. Wow, hier gibt es aber viel Eisen. Das würde ich schon gerne mitnehmen. Na gut. Wenn es mal so geballt ist. Weil Eisen brauchen wir schon. Immer zum Einpflanzen. Ach, da braucht man auch Eisen. Okay, seltsam. Samen, da musst du Eisen reinballern. Reinballern sogar. Interessante Höhle eigentlich, ne? Oha. Oh, nice. Du wirst dich total freuen. Der Springbrunnen. Ja. Cool. Vielleicht kurz für die Zuschauer. Wir hatten es nämlich Outtake kurz darüber. Dass wir den Springbrunnen eigentlich noch brauchen, bevor wir den Kochtopf bauen können. Und ja, jetzt ist es soweit. Voll gut. Und dann haben wir noch gemutmaßt. Ich habe Outtake alle Rezepte durchprobiert. Also alle Kombinationen. Ich habe mir auch extra eine kleine Tabelle gemacht. Damit ich auch wirklich nichts vergesse. Und daraufhin habe ich mal Mut gemaßt, ob man vielleicht auch mit sprichwörtlich mit Wasser kochen kann. Weil uns fehlt ja diese herzhafte Suppe. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht nur den Kochtopf herstellen können, sondern dass wir vielleicht mit dem zweiten Wassersack, den wir dabei haben, dann auch eine herzhafte Suppe vielleicht hinkriegen. Das werden wir gleich ausprobieren, oder? Das zum einen. Und Heiltränke wären natürlich auch eigentlich ganz schön. So eine Quelle für... Hey, hier war doch irgendwo gerade noch so ein... Bin ich habe auch was gehört. Wo ist denn der hin? Ist der hier online? Hm. Hast du schon aufgefüllt? Nee. Doch. Ah ja, cool. Oh, muss man den Sack unten reinziehen? Ja. Einfach... Nee, musst einfach nur E drücken. Kann auch
auch so einfach sein. Nice. Du musst mal in den Südosten gucken. In da, wo ich gerade stehe, nach unten. Da ist eine Insel. Die sieht aus wie eine Burgruine. Also, das sieht aus... ich kann nicht reden heute. Ist schon zu spät. Sieht aus, als wäre da eine Burgruine. Sieht cool aus, finde ich. Mhm. Das sieht echt cool aus. Wir sollten uns... Ach, der Brunnen wird auf der Insel markiert. Das ist natürlich sehr geil. Wir sollten hier bei Zeiten vielleicht, je nachdem, wie oft wir Wasser brauchen, einen Teleporter platzieren vielleicht mal. Ja. Ja. Die nächste Insel ist am A der Welt. Lass mich mal kurz gucken. Die ist Richtung Westen. Richtung Westen. Siehst du da hinten die große? Ich glaube, in die Richtung. Die mit der mit den Windmühlen? Was für Windmühlen? Warte mal. Ich sehe. Ach, da hinten sind das Windmühlen? Ja, das könnte sein. Ich glaube, die ist noch weiter weg. Also, das ist auch nur eine Zwischenstation, aber in die Richtung müssten wir. Oder. Nee, die hier geradeaus ist, die kennen wir ja. So. Ja, die da drüben ist es mit der Windmühle. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja. Sollten wir da über die Insel. Ja, okay. Flieg. Flieg. Ja, ich hoffe, ich komme rechtzeitig zum Wirbel. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und die Insel danach ist tatsächlich die Insel mit dem überproportionalen Haus auf der viel zu kleinen Insel. Okay. Oh, das wird aber sehr eng, ne? Meine Ausdauer ist fast am Arsch. Nein, ich schaff's nicht. Echt jetzt? Oder? Oder? Vielleicht schaffe ich's. Hast du den Wirbel mitgenommen? Du wirst gleich sehen, was ich meine. Hast du es geschafft? Weiß nicht. Bist du schon auf dem Weg? Oh, 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 oh. Man schafft es gerade so in den Wirbel reinzugleiten. Voll gut. Oh. Cool. Oh, oh, oh. Komm, wir gucken mir hier zu. Schande. Ist das gut? Eieiei. Oh. Ja, das ist fies. Oh, warte mal. Schweinle ist ein großes dabei. Ja, da drüben, ne? Ja, das linke. Diese linke Sau. Du Scheiße. Hat ein paar Freunde dabei. Die ganze Familie mit. So, der gelbe Strahl ist irgendwo da vorne, aber wir können jetzt ja mal gemütlich umschauen. Oh, ein geheimer Ast. Vielleicht ist es eine Windschilrute und es tarnt sich nur als Ast. Sind das geheime Zweige? Ich bin immer noch fasziniert von dem Inselsystem hier. Interessant. Der hat ja ein Buch in der Hand. Der Qualle. Was? Ach, stimmt. Ich bin gar nicht aufgehört. Kann man mit dem reden? Und er hat einen Hut auf. Sprechen. Philosophenblase. Der Existenzialismus in Kombination mit dem natürlichen menschlichen Drang zur Selbstzerstörung versetzte die Pilger in einen Geisteszustand, der erlauben es ihnen, aus der dunklen Zelle ihrer dumpfen Existenz in die erleuchtete Vernunft zu entkommen. Sie sind wie Fliegen, die aus einer Fliegenfalle befreit werden. Oh, du hast es geschafft, diese seltenen Momente zu erleben, in denen ich so tief in Gedanken versunken bin, dass ich alles andere auf der Welt vergesse. Schade, dass ich keine Finger habe, um alle meine Gedanken niederzuschreiben.
Da du unsere Diskussion fortsetzen möchtest, können wir jedes Thema besprechen, das dich interessiert. Wir können das Problem zum Beispiel mit der normalen Wissenschaft angehen, die großen Hirne des Ordens der Schöpfer so lieben. Der Mangel an Klarheit bei der Bestimmung der Gültigkeit der Probleme und der Forschungsmethoden wird, wie du sicher weißt, in Zukunft einen Präzedenzfall schaffen. Gelangweilt? Okay, wechseln wir das Thema. Wie wäre es, wenn wir die Inkommensurabilität und den kumulativen Charakter spezifischer magischer Paradigmata diskutieren? Auch langweilig? Dir kann man es nicht recht machen. Weißt du, so tief in exklusives Wissen eingedrungen zu sein, ist auch für mich eine Last. Aber ich wurde so erschaffen. Künstlich, möchte ich hinzufügen. Einer der Klugscheißer vom Orden der Schöpfer hielt sich für schlau genug, eine Kreatur wie mich nach seinem Ebenbild zu erschaffen. Er hat sich längst in einzelne Atome aufgelöst und ist ein Teil der Unendlichkeit geworden. Aber ich muss existieren und denken. Engstirniges Denken lässt keinen Wandel zu. Oh, wir sind durch. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja, sehr philosophisch. Danke für nichts. Können wir was bei ihm kaufen? Ist mir egal, Gewalt. Philosophenblase. Nee, man kann nicht mal was bei ihm erwerben. Sag mal. Ist Philosophenblase die Fortentwicklung der Konfirmandenblase? Vielleicht. Okay. Wieso? Der kommt flach. Oh, was ist das da? Ist das cool? Man kann voll so auch ganz leicht durch die Lüfte schweben. Oh, guck mal, da ist ein Brunnen. Und da geht's auch runter. Geht direkt ran. Oh, da geht's aber tief runter. Ich guck mal, ob es hier irgendwo noch ein großes Schwein da gibt. Ja, ich sehe es. Das haben wir gut gemacht. Ja, der hat ja nicht mal eine Haut. Sag mal. Was? Ja, der war skinlos. Ein hautloses Schwein. Ist irgendwie ein bisschen eklig, ne? Aber hier gibt es scheinbar keine Barriere, sonst könnte man hier nicht so wunderbar durch die Gegend segeln. Das finde ich gut. Perfekt, stimmt. Voll korrekt. Da gibt es auch noch ein Schweinle. Ich bin mal zu den Windmühlen da hochgesegelt. Die Schweine. In der Hoffnung, wir kriegen, ja, noch eine Haut. Also ich würde schon mal in das Haus gucken, vielleicht. Warte mal. Da oben in der Windmühle gibt es auch was zu entdecken. Dann komme ich jetzt mal erst zu dir, in das Haus gucken. Da hinten ist noch eine Tafel. Warte mal, bevor du ins Haus gehst. Da ist, guck mal, hier bei der Philosophenblase ist noch eine Tafel. Wo bist denn du? Ich war hinter dem Haus auf dem Feld. Ja. Aus dem Protokollbuch des, jetzt ist die Flammeessenz davor, des Erzmagisters des Ordens der Schöpfer. Angeführt von den Gesichtslosen greifen die Verfluchten an. Mitra hat uns gebeten, die Titanenproduktion zu erhöhen. Insgesamt haben wir 5 Titanen für Bastionen, 2 Angriffstitanen, 3 Titanen zur Verteidigung gegen dunkle Invasionen, 2 Titanen zur Bewachung der Magister. Die Menschen bekommen nicht genug zu essen oder ruhen sich aus, sie sind erschöpft. Oh je. Okay. Da im Süden ist übrigens auch noch so eine... Platte. Ja. Tafel, Steintafel, glaube ich. Naja, cool. Komm, dann hüpfen wir mal rein. Okay, Haus.
Guck mal, hier ist das mit X markiert. Das heißt, hier wird es vielleicht eine Münze geben, wenn wir Glück haben. Ja. Oh, Fässer, ist da was drin? Ach. Natürlich nicht. Schon eine Frechheit. Ja. Das ist die Geist. Ghostbusters! Oh, das sind zwei. Warte mal, können wir die mit dem Bogen malträtieren? Nein, ich will aufs Schwert wechseln. Mann. Schön, dass der andere gerade runterkam. Perfekt für meinen Super-Duper-Schlag. So, ist der andere jetzt eigentlich auch? Nee. Der will noch ein paar auf die Nuss. Wieso hat ihn das nicht umgehauen? Ist ja voll doof. Ah, dann wird er ja nur noch am Boden liegen. Naja, so. Die bringen immerhin einen von den Steinen. Das ist schon mal gut. Wo ist unsere Münze? So, ein paar Knochen. Ja, eine verfluchte Münze. Tada! Und denkt dran, wenn ihr kalt ist, hilft eine Fackel. Mir ist nicht kalt. Aua. Entschuldigung. Ach so, die Kisten kann man gar nicht wegmachen. Aber es sind voll so Geisterhäuser, die wir hier immer erforschen, ha? Mhm. Geht's hier auch raus? Die Tür sieht ja cool aus, guck mal. Oh ja. So, dann zeig mir mal deine Windmühlen. Oder na, gucken wir erst nach der Platte. Ja. Gut. Ist ja immer noch nicht kalt. Minimal. Oh, oh, Schwein. Schwein nicht. So, Drachen waren die ersten empfindungsfähigen Wesen in Arcana. Sie waren es, die wie Eltern unsere ersten Stämme unter ihre Fittiche nahmen. Sie sahen etwas Besonderes und Erstaunliches in uns, den Pilgern. Davon gibt es auch 2, 4, 6, 7 Stück und wir haben die erste. Ach ja, okay. Gebrochenes Tal Gedenkstätte heißt das Ding. Jo, gehen wir mal erst weiter hoch zu den anderen Windmühlchen. Oh, hier sind wir diesem Wirbel aber schon näher, ne? Mhm. Oh, die Zitadelle sieht ja auch geil aus. Oh, auf die freue ich mich schon. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Oh, wir sind bei 35 Minuten. Wir sollten mal Folgenwechsel machen, Mensch. Eieiei, dann machen wir das doch glatt. Ja, dann bedanken wir uns natürlich wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Bleibt uns gesund, genießt die Zeit und ja, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao, ciao.